Wir sind immer noch im Wagen Musikerviertel und müssen diese ganzen Teile da in Gang setzen. So. Können wir uns mal aber hier diese nochmal. Diese Marke breitete sich in ganz New York aus, als ich aufbrach. Und jetzt haben sie sogar hier Filialen. Okay, dann gucken wir mal. Wir müssen ja noch ein paar Sachen in Gang setzen. Ach, hier waren die, okay. Hätten wir einfach an die andere Seite gehen müssen. Aber ich will mal gucken, warte mal. Wir hatten ja einen Plan, ne? So, mal gucken hier, der hier. Genau, und dann brauchen wir jetzt wieder eine Zahl. Und das ist halt die Frage, haben wir eine Zahl hier irgendwie? Können wir im Buch gucken. Ansonsten gehe ich nochmal zurück. Ach, wir können zeitlich hin und her reisen. Ach, ja, genau. Das war ja das Ding, genau. Und zwar... Was ist das? Was ist das? Das frage ich mich gerade auch. Was ist das? Okay. So, wir machen erstmal den anderen hier. Wir haben ja hier noch einen. Das wäre der hier. Das ist der vor dem Glockenturm. Okay. Dann gucken wir uns hier den mal an und sprechen mal mit ihm. Sie können Frau Beckmann sagen, dass dieser Automat noch ordnungsgemäß funktioniert. Aber er ist so dreckig, dass er nicht mehr lange durchhält. Ich werde den ganzen Tag brauchen, um ihn so sauber zu machen, dass er den Winter übersteht. Okay. Aber ich würde den doch mir gerne mal angucken. Typisch, dass ich den abkriege. Tja, haben wir hier noch einen Wartungsapparat, den wir nehmen können? Das ist er da drüben, ne? Hier drüben ist aber sonst nichts mehr, ne? Das sind nur die beiden. Was ist denn da noch zum Untersuchen? Hier, warte mal, ich guck nochmal.
Da ist die Uhr. Ach nee, das ist nur so anschauen, okay. Eine kleine Pause machen, sozusagen. Also kann das eigentlich nur der Automat sein, der noch da über ist, da hinten, der da. Ich kann ja nochmal mit ihm reden. Wenn es nur jedes Jahr so schnell ginge. Dann gucken wir uns den doch nochmal an. Oh, bin ich froh, dass ich das nicht stemmen muss. Ich weiß nicht, ob ich das stimmen muss. Aber hier ist auch nichts, ne? Wenn ich jetzt zurückgehe, wieder zu ihr. Da stand aber der LKW vorne. Ist ein bisschen tricky hier. Ich muss den Besitzer finden. Ist doch bestimmt nur ein Kaffee trinken hier irgendwie. Warum? Ach so, nein. Sieht verschlossen aus. Ich kann nicht hinein. Da waren wir ja eigentlich schon drin. Da war auch nichts, ne? Können wir hier nochmal gucken? Sieht aus, als hätte man versucht, die neuen Geschäfte den Originalfassaden anzupassen. Trotzdem sind es genauso Touristenfallen. Ich muss den Besitzer finden. Ja, da können wir rein, aber da waren wir doch bei der letzten Folge schon, ne? Ich kann ja nochmal gucken. Mit ihm hier. Ach so, kann ich mit ihm sprechen? Warte mal. Ah, junge Dame, Sie sind es. Kann ich noch etwas für Sie tun? Es sind eine Menge Touristen auf dem Platz. Tatsächlich. Er zieht jedes Jahr Tausende von Kunden an. Das ist ein wahrer Segen für uns Händler. Und auch für die Stadtbewohner? Das weiß ich nicht. Ich wohne in einem Vorort, wie die meisten Leute. Die Mieten in der Stadt sind fast nicht zu bezahlen, wissen Sie? Wissen Sie etwas über die Musikakademie Wagen? Das große Gebäude auf der anderen Seite des Platzes. Früher war sie auf der ganzen Welt bekannt. Aber jetzt nicht mehr? Nun, was man so hört, studiert heute kaum noch jemand dort. Ich wäre nicht überrascht, wenn sie dicht machen. Was ist denn passiert? Budgetkürzungen durch den Stadtrat, denke ich. Die Akademie kann nicht sehr einträglich sein. Verstehe. Danke, ich sollte jetzt gehen. Beehren Sie uns wieder. Auf Wiedersehen. Also hier ist er jetzt nicht unbedingt. Ich suche mich mal um. Ich guck mich mal um, ob ich ihn hier irgendwo finde. Aber im Wagen selber ist er. Ach da, warte mal. Er war da, ne? Oder? Ich kann nicht mit ihm sprechen. Oder kann ich irgendwo anrufen? Ich habe ja die Nummer. Pass mal auf, ich versuch mal da was zu erreichen drüben in der Musikakademie. Tada.
Vielleicht können die den ja anrufen und sagen, dass sie den wegfahren sollen. Haben wir hier noch? Hatten wir hier noch einen? So viele Briefe. Ja, das hatten wir sie ja sehen wie Kündigungsschreiben aus. Ja. Vermutlich haben sie ihre Rechnung schon länger nicht gezahlt. Wir fragen ihn mal, ob er uns vielleicht noch weiterhilft. Ah, hier ist ein Telefon. Cool. Fällt mir jetzt erst ein. Dann rufen wir da mal an. Ja, super. Oh nee, ne, Leute. Das hat mir keiner gesagt, dass wir uns das aufschreiben. Ist normalerweise. Ja, super. Ja gut, dann müssen wir uns das aufschreiben. Eidenei, ey Leute. Hier ist was los. Ich glaube das nicht. Wir gehen mal raus wieder. Unfassbar, aber das Telefon ist da. Okay. Nein, wir wollen da dran vorbei. Das sieht so schön aus, ne? Ist der. Dann machen wir das. Das habe ich aber auch noch nicht erlebt, dass man mal eine Nummer aufschreiben muss. 5, 1, 2, 3, 8, 8, 8, 3, 2, 1. Okay. Das war's. Dann wieder zurück. Wir kriegen das Auto da weg. Ich bin mir sicher. Ganz sicher. Müssen wir ja. Müssen ja weitermachen. Was ist hier? Nein. Nicht nach oben. Ich will jetzt erst den Anruf zu dieser Baufirma machen. Oh, das sieht so schön aus. Leute. Freunde, das ist... Oh, ich liebe das. So, dann wollen wir mal zum Telefon greifen. Also, wir wählen. 5. 1, 2, 3. Dann die 8, 8, 8. Und die 3, 2, 1. Also aber... Baufirma Wagen, Dietrich. Guten Tag. Hallo, entschuldigen Sie, aber Ihr Wagen ist auf dem Platz geparkt und er steht im Weg. Fahren Sie ihn bitte weg? Oh, tut mir leid. Ich bin gerade bei einem Kunden und ich fahre ihn gleich weg. Danke. Ja. Das war doch ein erfolgreicher Anruf. Dann gehen wir mal gucken, ob er schon so schnell ist wie wir. Aha. Okay, dann müssen wir weitermachen. Wir müssen ja erstmal da dran kommen. So, jetzt sind wir auch schon mal da dran. Ach so, das ist die Nummer. Jetzt müssen wir einmal zurück. Aber hier ist keine Nummer. Ach, warte. Doch, hier ist eine Nummer. Da. Um, 4, 2, 5. 3. 4, 2, 5, 3, wenn ich das richtig sehe. Okay, dann gucken wir nochmal.
4, 2, 5, 3. Müsste aber eigentlich richtig sein. Nochmal gucken. 4. Ach so. Okay. 4, 2, 5, 3. Ach so. Moment, stopp. Nee, doch, ist doch. Oder ist das verkehrt rum? Warte mal. Ah. Kleiner Trick. Also 3, 5, 2, 4. 3, 5, 2, 4. 3. 5. 2. 4. Auch nicht. Weil hier steht der Vorarlberg. Wir gucken nochmal. Ach, warte mal. Müssen wir das Ding drehen normalerweise, ne? Das ist ja die Rückseite. Ach du Schande. Deshalb sieht das auch so aus. Super. Also, dann machen wir es anders. Dann machen wir es anders. Also von der ersten Reihe sehen wir die 4, die 5, die 6 und die 3. 4, 5, 6 und die 3. Die 2 und die 1 sehen wir nicht. Und die 7 sehen wir auch nicht. Boah. Die 1, die 7 sehen wir nicht und die 2 sehen wir auch nicht. Obwohl, die 2 sehen wir. Das ist eigentlich nur die 1 und die 7, ne? Obwohl, die 7 kann das eigentlich nicht sein. Müsste eigentlich die 1 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also gehen wir mal hier von der 1 aus. Macht ja auch schon den Namen. Dann könnte das nur eigentlich die 6 sein. 1, 6. 4, 3, 2. Müsste die 2 sein. Und das ist die 3, 2, 1, 7. Also 1, 6, 2, 7 müsste das dann sein. Probieren wir aus. Müssen wir da erstmal... Ja, ist ja klar. 1, 6, 2, 7. Ach, die 0 gibt es auch noch, ne? 0. 5. Ich drehe das mal so ein bisschen. In alle Richtungen. Aber... sieben, drei, acht. Ich würde gerne diese Nummer sehen. Das ist ja eine hoch. Und dann kommt wieder eine runter. Das heißt 6, 7. Die letzte ist eine 7. So wie ich gesagt habe. Und hier haben wir 6, 7, 1, 2. Die 2. Was mache ich jetzt verkehrt? Die Reihenfolge verkehrt rum? Nö, eigentlich doch nicht. Geht doch von links nach rechts. Und wenn Vorarlberg... Egal, 3, 4, 5, 6. Und hier ist 5, 6, 7, 1. Also eigentlich müsste der richtig sein. So wie ich den... habe. Wenn wir hier 4 haben, warte mal, wie viele Felder sind denn das? Wir haben 8 Felder.
Oh Leute, das ist wieder so ein Rätsel. Aber wir kommen weiter in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.